Es ist klar, dass er heute im Mittelpunkt steht. Was kann er uns in seinem ersten Spiel zeigen? Ist er in Bestform? Bleiben Sie dran. Das wird ein hochinteressantes Spiel. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. Ich begrüße Sie im Etihad Stadium. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel aus der Premier League. Könnte eine packende Partie werden. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Leo Messi macht Druck. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Freistoß, das könnte eine Chance sein, hier in Führung zu gehen. De Bruyne. Super gemacht. So gerade bringt er hier den Ball noch über die Latte. Wird Ecke geben. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Lis Mousset. Schön vorbeigekommen. Blockt den Schuss erstmal ab. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Er wählt die schwierigste Variante und setzt zum Lupfer an. Der ist aber nicht hoch genug und dadurch einfach zu halten. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Locker vom Torhüter, der Ball war harmlos. Heute steht uns ein Duell zweier großartiger Fußballer ins Haus. Die Chance! Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Sie verlieren den Ball. Und das macht er schlecht, darf der Spieler. Tor, der Ausgleich. Das ist mal eine Überraschung. Die halten richtig gut mit. Mal sehen, wie das noch weitergeht. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Sie lassen den Ball gut laufen. Erling Haaland. Und Kevin De Bruyne. Ja, das ist ein guter Pass. Schuss! Schön geklärt.
Ah, das war die Riesenchance zur Führung. Sie machen nichts raus. Weg ist der Ball. Sie holen sich den Ball. Kevin De Bruyne. Lautaro Martinez. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Das wird einen Eckball geben. Da können Sie klären. Flach kommt der Ball. Tor für Manchester City. So, nochmal der Blick auf dieses Tor. Flach kommt die Flanke und dann ist das gut gemacht. Ja, super Chancenverwertung aus der Halbdistanz. Angeschnittener Ball, keine Chance für den Torhüter. Manchester City liegt hier vorn, keine ganz große Überraschung. Da gibt er Freistoß. Sehr gut, der Unparteiische spricht zunächst mit ihm, so muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Alexander Zinchenko. Ball läuft jetzt gut bei Manchester City. De Bruyne. Wichtig, dass er da klärt. Klasse Aktion da. Und jetzt der Schuss. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. So, was machen Sie draus? Könnte die Führung werden. Gutes Timing, guter Einsatz. Da verhindert er das Tor. Genau richtig gemacht. Sterling am Ball. Ich denke, wenn heute nichts Außergewöhnliches passiert, fährt Manchester City das Ding hier sicher nach Hause. Gute Chance. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Schöner Pass jetzt. Ah, das hätte gefährlich werden können. Ganz wichtige Aktion. Da oben, der vorne den Ball. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Da zieht er ab. Was für eine Rettungstat, gehalten. Jetzt der Eckball. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Wir erleben hier heute eine enorm spannende, eine offene Partie mit Chancen hüben wie drüben. Und das macht Spaß. Das ist kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Sterling. Ja, das sieht gut aus. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Durchgesetzt, durchgetankt förmlich. Die Abwehr ohne jede Chance. Es ist schon fast frustrierend, wenn du dir so ein Ding fängst. Sie bekommen ihn nicht gestoppt. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Lis Mousse. Kevin De Bruyne. De Bruyne schießt. Der Ball ist drin. Die Citizens machen's. Das ist Wahnsinn. Sie treffen direkt nochmal. Und jetzt müssen Sie hier aufpassen, dass Ihnen das Spiel nicht komplett entgleitet. Für den Moment sind Sie jedenfalls geschockt. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. 4:2 steht es damit. Hier ist einiges los. Da packt er einen Trick aus. Klasse. Der Angriff könnte was werden. Trifft er, ja. Drin. Tor.
Heute zeigen hier beide ein Offensivspektakel. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Schade, Ball ist weg. Super Aktion, das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Setzt sich klasse durch. Könnte der Ausgleich werden. Tor, sie sind wieder drin in diesem Spiel. Doppelschlag, zwei Tore in wenigen Minuten. Vielleicht geht jetzt noch mehr. Na. Weiter geht's im Etihad Stadium mit Durchgang 2. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Der Ballverlust. Jetzt ist er auf und nach vorne macht er das Tor. Sie geben Gas, wollen die Führung erzwingen, aber nicht in dieser Szene. Wieder so ein klasse Pass. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Ederson hält, Ball noch im Spiel. Ballverlust Manchester City. So, es gibt einen Torerfolg an der Stamford Bridge. Wir gehen rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Liverpool. Die Gelegenheit. Und damit sind sie vorne. Oh, ist das ein Spiel. Erst dieser Rückstand und jetzt... Wer hätte das gedacht? Von Man City muss jetzt mehr kommen. Sie liegen zurück. Jetzt Schagierka. Lis Mousset. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sie drängen nach vorne. Guter Aufbau. Flanke abgeblockt. Es gibt einen Neuzugang beim BVB, nämlich einen Spieler, den im Club eigentlich jeder als absoluten Wunschspieler bezeichnet. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität mit. Vielleicht der Ausgleich. Zu früh gestartet. Es gibt Abseits. Es gibt ein Tor zu vermelden aus dem Molineux. Ich gehe mal schnell rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für die Wolverhampton Wanderers. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 59 Minuten. Ja, macht das da ganz sicher. Ecke. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Ecke de Bruyne. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Tolle Möglichkeit, aber sehr, sehr gut gehalten. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Es gibt Einwurf. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Und heute können wir hier die Sensation erleben. Der Außenseiter führt und es sind nur noch ein paar Minuten zu gehen. Das ist Fußball, das macht Fußball aus. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Pass von Messi wird abgefangen. Gutes Pressing jetzt. Sie bekommen den Einwurf. Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. Im Tottenham Hotspur Stadium tut sich was. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Manchester United. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind hier 68 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Sterling mit der Chance. Man City ist wieder da. Das ist der Ausgleich in dieser Partie.
sicher verwandelt aus kurzer Distanz. Den macht er ganz sicher. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Das könnte gefährlich werden. Er lässt den Gegner stehen. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. So, Ecke kommt. Sie haben die Führung. Das ist Wahnsinn. Was spielen die hier heute auf? Und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ecke, Kopfball, Tor. Wir schauen das Ganze nochmal in Ruhe an. Läuft sie gut frei. Weiß genau, wo er hin muss. Weiß genau, wo der Ball hinkommt. Ist gut gemacht. Vorne jetzt die Balleroberung. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Und der Ball ist zurück bei Manchester City. Ja, da war noch einer dran, Gedecke. Ecke kommt in die Mitte. Im Molyneux Stadium gibt es einen Torerfolg. Wir gehen mal kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für West Ham. Schöner Kopfball, aber nicht das Tor. Ball geht haarscharf drüber mit ganz viel Pech. In der Premier League geht es dann weiter für Manchester City. Dann geht es auswärts gegen Leicester City. Und da freuen wir uns drauf, immer wieder schön in der Premier League dabei sein zu dürfen. Ryan Brewster. Klasse Aktion, Ball ist weg. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Kurz vor Spielende kommt Manchester City nochmal. Geht hier vielleicht noch was in Richtung Ausgleich? Messi wird zurückgepfiffen, abseits. Lange geht's nicht mehr, aber jetzt kommt's natürlich darauf an, keinen Fehler zu machen. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf Außen. Sterling. Doch noch der Ausgleich. So kurz vor Schluss, das ist natürlich bitter. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Wie heißt es tatsächlich? 6:6 und wir schauen schon mal auf die kommende Partie. Der kommende Gegner von Manchester City heißt Leicester City. Der Einsatz heute stimmt ja, mal sehen, ob sie das dann erneut auf den Platz bringen können. Vielleicht jetzt nochmal Man City. Schaffen sie noch den... Jetzt doch noch die Führung! Das Ding war für mich eigentlich schon durch, aber das zeichnet gute Teams eben aus. Konsequent bis zum Ende. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann verwandelt Messi. Also da ist ja kein Millimeter Platz und das Tor fällt trotzdem. Was für eine Szene. War das die Entscheidung, Burschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen. Das Zuspiel von De Bruyne wird abgefangen. Da setzt er sich gut durch. Das ist mehr als ordentlich vom Unparteiischen. 4 Minuten Nachspielzeit. Und die Fans hätten den Abpfiff lieber früher als später. Aber noch sind wir nicht durch. Sie drängen auf den Ausgleich, aber die Zeit läuft ihnen davon. Sterling jetzt am Ball. Weiter Raheem Sterling. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Norbert am Ball. Und da ist der Ball wieder weg. So, damit sind wir am Ende dieser Partie. Der Sieger ist Matt.
Is it all right if we just ask you a couple of questions? No further questions. Thanks for your time. Das King Power Stadium ist der Austragungsort unserer heutigen Partie, liebe Zuschauer. Damit herzlich willkommen. Ich bin Wolf Fuß, ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren und wir zeigen heute eine Begegnung aus der Premier League. Leicester City gegen Manchester City. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen.
Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Gut gemacht, vorbei am Abwehrspieler. Schöne Aktion. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Es hat ja durchaus für einige Verwunderung gesorgt, auf welcher Position er spielt. Aber ich muss sagen, das macht er richtig gut. Absolut, Wolf. Es war eine gute Entscheidung des Trainers, hat das richtige Gespür gehabt. Und vielleicht ist das ja langfristig seine neue Position. Er hat ein extrem gutes taktisches Spielverständnis. Also ich meine ja, den kannst du überall einsetzen. Und er weiß natürlich auch, in erster Linie zählt der Erfolg. Und da musst du als Spieler auch mal flexibel sein. Den Ball kann er abfangen. Das könnte was werden jetzt. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. Jetzt vielleicht die Flanke. Jetzt ist der Platz da. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Rodrigo. Messi. Tolle Parade. Da muss er sich ganz weit strecken. Ecke kommt in die Mitte. Da können sie klären. Und nun Messi. De Bruyne. Das ist noch gefährlich. Vardy. Shagla Suyuncu. Wir wissen alle, was Lionel Messi drauf hat, Buschi. Kurz deine Einschätzung, was erwartest du? Mal sehen, ob er sich auch heute wieder in Torlaune zeigt, so wie zuletzt mit seinem Doppelpack. Ball ist erstmal raus, super Parade. In Anfield ist ein Tor. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Super gehalten. Ui, was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch hält. Jetzt kommt die Ecke. Gute Parade. Und direkt die nächste Ecke. De Bruyne führt diesen Eckball aus. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Das Pressing jetzt. Flanke von De Bruyne. De Bruyne, da hätte er fast die Chance gehabt. Unwiderstehlich, wie er hier mit dem Ball am Fuß losläuft. Gute Chance für eine Flanke. Da geht er dazwischen. Manchester City zeigte eine gute Leistung beim Heimerfolg zuletzt, als es gegen Sheffield United ging. Das war natürlich ein Spektakel mit reichlich Toren. Heute wird es, da muss ich so ein bisschen Luft rausnehmen, nicht so wild zugehen. Ich setze auf ein Unentschieden. Lionel Messi. Schöner Pass. Und Ballverlust. Messi! Und da klingelt es zum ersten Mal in diesem Spiel. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann ist es Lionel Messi, der aus der Mitteldistanz das Tor macht. Das ist eine starke Szene, war technisch gut gemacht. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Es gibt ein Tor im Old Trafford. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Manchester United. Neuer Spielstand damit 1:0. 29 Minuten sind gespielt. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Super dazwischen gegangen. De Bruyne verliert den Ball. Prat. Kevin De Bruyne.
Messi, Riesenchance. Der ist noch heiß. Das ist noch gefährlich. Messi. De Bruyne. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Da passt er auf und hat den Ball. Sie geben den Ball ab. Sterling. Schön abgeblockt. Leicester City ist im bisherigen Verlauf des Spiels klar das Team mit der besseren Ballbesitzstatistik. Aber wo bleibt die echte Torgefahr? Wo bleiben die Chancen? Trotz der Überlegenheit haut es nicht hin. Da müssen sie besser werden, wenn es keine Niederlage geben soll. Vardy. Klasse Aktion da. Zu früh gestartet oder kam der Pass zu spät? Egal, so oder so, es ist abseits. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Ballverlust Manchester City. Tielemans. Vardy ist das. De Bruyne. Messi. Jetzt ist der Platz da. Ah, das war natürlich eine klasse Aktion. Ja, da hat man wieder gesehen, er behält einfach die Ruhe. Was für ein Torhüter. Also bei dem Spielstand kannst du so einen recht gut gebrauchen. Lionel Messi. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Zur Pause steht es 1-0. Ein knapper Vorsprung, der für die... Zweite Hälfte läuft, Manchester City momentan vorne. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Der Ball gleich zurück zu Messi. Lautaro Martinez. Und damit sind sie am Ball. Da wäre Platz für den Konter. Da, der Konter. Und klasse durchgesetzt. Der Versuch mit dem Lupfer. Ist natürlich mutig, es von da zu versuchen. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen. Alle Details sind geklärt. Er wird wechseln. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Leicester City hätte jetzt Platz. Knappe Nummer hier, aber das war abseits. City verliert den Ball. Es gibt einen Treffer im Emirates Stadium. Ich gehe rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Arsenal. Neuer Spielstand damit 1-0. Gespielt sind 54 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Messi. Lionel Messi, ein absolutes Phänomen und neben Cristiano Ronaldo der torgefährlichste Spieler der Welt. Er kann wirklich aus jeder Lage einen Treffer machen, wenn es sein muss, sogar mit dem Kopf, was selten vorkommt. Manchester City erhöht, jetzt liegt man hier also mit 2 Toren vorne. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Pass auf den Flügel. Wieder so ein klasse Pass. Didi.
Es gibt ein Tor im Old Trafford. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Manchester United. Neuer Spielstand damit 3:1. Gespielt sind 59 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Da passt er auf, Ball geklärt. Bald geht es in der Premier League weiter für Leicester City. Dann geht es auswärts gegen Chelsea. Und da freuen wir uns drauf, immer wieder schön in der Premier League dabei sein zu dürfen. Shagla Suyuncu. De Bruyne geht dazwischen, fängt den Pass ab. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Das könnte gefährlich werden. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Den lupft er! Klasse Treffer! Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. In Anfield gab es ein Tor. Wir gehen rüber ins Studio. Wir haben hier den dritten Treffer für Liverpool. Neuer Spielstand damit also 3:0. 66 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für diese Infos. Ball verspringt, klar, schwache Ballannahme hier, aber der Druck war auch enorm. Und da haben wir den kommenden Gegner von Manchester City. Ja, es geht gegen Southampton im nächsten Spiel in der Premier League. Keine allzu schwere Aufgabe. Setzt sich klasse durch. Wilfried Ndidi. Verteidiger ist dazwischen. Sterling jetzt am Ball. Er passt ihn auf den Flügel. Er versucht's. Das ist noch gefährlich. Messi. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Sieht nach einem gefährlichen Freistoß aus. Was macht De Bruyne daraus? Freunde, schön ist das nicht mehr im Moment. Sie haben das Resultat, was sie wollten, und den Offensivdrang haben sie aktuell. Er hält den Ball fest nach diesem Freistoß. Lautaro Martinez. Oh, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Blockt den Schuss erstmal ab. Gute Chance. Abseits. Absolut klare Entscheidung. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. Da erobert er den Ball. Geht mit Einwurf weiter. Andrea Belotti. Der Torhüter ganz energisch, Gefahr bereinigt. Guter Ball nach draußen. Jetzt können sie es entscheiden. Sie machen das Tor. Das haben sie natürlich perfekt gemacht. Sind früh draufgegangen, früh gestört. Klasse Aktion. Schauen wir uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und da zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. 3:1 heißt es also jetzt. Regulär sind es noch 7 Minuten. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Fuchs. Ganz energischer Einsatz. Sterling. Ja, das könnte was werden jetzt. Und jetzt die Chance. Und da ist das Tor. Ja, da sieht man wieder, was der am Ball alles drauf hat. Und dieses Tempo ist natürlich klasse. Der Antritt, die Abwehr am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, machtlos.
So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Seine Zuspiele sind heute sehr... Sie geben den Ball ab. Lionel Messi. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Freistoß jetzt vielleicht, ist das die Chance? Das ist mehr als ordentlich vom Unparteiischen. 4 Minuten Nachspielzeit. Didi. Pereira. Leicester City hätte jetzt Platz. Gute Chance für eine Flanke. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Super dieses Zuspiel. Weiter gefährlich. Er bricht erstmal. Dieses Tor ist natürlich das Ergebnis ihres frühen Störens. Absolut richtig erkannt, Wolf. Sofort der Druck, sofort das Draufgehen. Und dann passieren halt diese Fehler bei diesem extremen Pressing. Ja, wie seht ihr? So, damit sind wir am Ende dieser Partie. Der Sieger ist Manchester City. Das war eine klasse Leistung heute. Am Ende fast schon mühelos und damit natürlich überzeugend. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. Er hat ein Doppel. Rodrigo. For a few quick questions. That's all the